Ich persönlich finde, sie sind um einiges wilder und angriffslustiger als die Seeleoparden. Nun ja, das sehen die Pinguine sicher anders, die von den Seeleoparden gejagt werden. Seine Wunde hat sich entzündet. Das tut bestimmt höllisch weh. Dieses Bündel pechschwarzer Federn könnte diesem armen Burschen gehören. Dort, wo er verletzt ist, hat ihn garantiert ein Seeleopard mit seinen scharfen Zähnen gepackt. Aber erstaunlicherweise konnte er sich losreißen und an den Strand retten. Pinguine sind sehr robuste Tiere, die selbst schwerste Verletzungen nicht umhauen können. Oft sieht man sie zum Beispiel mit einem gebrochenen Fuß. Sind sie verletzt, hocken sie sich einfach hin und warten ab. Dieser kleine Bursche hält seine Wunde am Rücken in die Sonne, damit sie rascher heilt. Vermutlich wird er hier einige Wochen sitzen und sich schonen. Aber garantiert ist er wieder gesund, bevor der Winter anbricht. Denn der würde ihn schneller töten als ein Seeleopard. An Land haben die Pinguine nichts zu befürchten. Weder von den Seeleoparden noch von diesen Gesellen. Seht euch diese beiden Mädels an. Keine Sorge, sie kämpfen nur zum Spaß. Hey, ich könnte dich in die Flosse beißen. Und ich dich in deinen Schädel. Na, das wollen wir doch mal sehen, Doris. Okay, nimm das. Und so geht das immer weiter, bis dann irgendwann dieser große Bulle einschreitet und sagt, Schluss jetzt, Mädels. Hört auf mit dem Quatsch. Tja, so läuft das bei den Seebären. Ein dominantes Männchen versammelt einen Harem um sich und passt auf, dass sich die Damen nicht zu sehr kabbeln. Schließlich will er sich in aller Ruhe mit ihnen fortpflanzen und eine große, glückliche Familie haben. Los, Mädels! Oh, es gibt Probleme. Ich hau lieber ab. Überall in der Antarktis stößt man auf die Überreste von Walen. Das ist ein Rückgrat, was? Entschuldigt die Störung, Leute. Bleibt ruhig, wo ihr seid. Am faszinierendsten finde ich jedoch den Kopf. Kein Tier hat einen so gewaltigen Schädel wie diese Meeressäuger. Ist das nicht irre? Guckt euch diesen riesigen Knochen an. Big joint chunk of bone. Wale sind wirklich die größten Tiere der Welt. Nicht weit entfernt ruht sich ein weiterer hübscher Seeleopard auf den Felsen aus. Ich versuche mich ganz nah an ihn heranzurobben. Alles okay, Kumpel. Seht euch dieses Gebiss an. Wenn die Tiere ihre Zähne zeigen, muss man vorsichtig sein. Aber dieser Bursche ist offenbar zu faul, um Rabatz zu machen. Er denkt sich bestimmt, ja, ich könnte dir den Kopf abbeißen, aber ich bin nicht in Gefahr. Ich schlaf lieber weiter. Wenn er wollte, müsste er nur einen Satz machen und schon hätte er mich gepackt. Seine Zähne würden in meinen Schädel eindringen und mit einem Ruck könnte er ihn wie eine Wassermelone abreißen. Ja, du kannst mir den Kopf abreißen. Guck mal. Ja, ich sehe deine Zähne. Ist das nicht abgedreht? Oh, er muss mal Pipi. Okay, Zeit zu gehen. Seht mal, wie dieser Eisberg glitzert. Das ist eine Art Eisbergfriedhof. Die Meeresströmung hat zahllose Eisberge in diese Bucht getrieben, wo sie langsam in der Sommersonne schmelzen. Das blau leuchtende Eis ist in Jahrtausenden durch gewaltigen Druck in den Gletschern entstanden. Durch die Wärme verformt es sich nun und bildet bizarre Skulpturen, die sich ständig verändern. Schon einige Wochen sind wir mit der Spirit of Sydney unterwegs. Unsere Reise nähert sich nun dem Ende, denn der antarktische Winter steht kurz vor der Tür. Und bevor wir zu Eis gefrieren, wollen wir die antarktischen Gewässer verlassen. Das Kreuzfahrtschiff Clipper Adventurer wird uns an einem fest vereinbarten Treffpunkt an Bord nehmen und nach Chile zurückbringen. Unsere Kameracrew braucht noch ein paar Shots von der Spirit of Sydney.
Auf dem Weg zur Klippe Adventurer möchten die Jungs filmen, wie die Segeljacht durchs Wasser gleitet. Ein Job für meinen alten Freund Justin, unseren Spezialisten für Aufnahmen im Wasser. Justin trägt zwar einen Neoprenanzug, aber sein Gesicht ist vor der Gischt nicht geschützt. Er muss ganz schön die Zähne zusammenbeißen, denn das eiskalte Wasser brennt auf der Haut wie Säure. Nach wenigen Minuten gibt uns Justin zu verstehen, dass er es nicht länger aushält. Sofort brechen wir die Aktion ab und holen unseren Kameramann wieder an Bord. Mit Justin habe ich schon viele Abenteuer erlebt und unter extremsten Bedingungen gedreht. Er ist ein hartgesottener Bursche, der nur dann aufgibt, wenn es wirklich nicht mehr geht. Seht euch sein Gesicht an. Durch die Kälte ist es rot wie eine Tomate. Jetzt muss er schnell ins Warme und sich abtrocknen. Er hat Schwierigkeiten, seine Handschuhe auszuziehen. Obwohl sie gut isoliert sind, sind auch seine Hände eiskalt geworden. Hey Justin, wirklich schade, dass ich das nicht machen durfte. Das ist nicht fair, das will ich auch mal probieren. Wann bin ich dran? Wenn du willst, gleich. Uns bleibt noch ein wenig Zeit, bis wir die Klippe Adventurer erreichen. Als wir Eselspinguine entdecken, nutze ich die Gelegenheit und mache etwas, wovon ich schon immer geträumt habe. Einmal mit Pinguinen zu schwimmen. Ruckzuck ziehe ich einen alten Neoprenanzug an und begebe mich zu ihnen ins Wasser. An Land wirken Pinguine plump und unbeholfen. Aber seht mal, wie elegant und schnell sie durchs Wasser gleiten. Ist das kalt. Und dieser alte Neoprenanzug leckt wie ein Sieb. Aber obwohl ich mir einen Ast abfriere, kann ich einfach nicht zurück an Bord. Denn plötzlich tauchen zwei Buckelwale auf. Auch eine Art zu reisen. Hier kann ich mich festhalten und die Wale beobachten. Ich habe nicht gemerkt, wie diese Giganten auf mich zugeschwommen sind. Wahrscheinlich haben sie mich aus der Tiefe entdeckt und wollten einmal nachschauen, was für ein komischer Kerl da im Wasser zappelt. Diese Tiere sind total neugierig. Unglaublich, nicht wahr? Auf ihren Wanderungen durchstreifen die Buckelwale auch die nahrungsreichen Gewässer der Antarktis. Diese beiden Burschen gucken sich alles ganz genau an. Erst mich und dann das Boot. Schweren Herzens verlasse ich das Wasser. Aber jetzt muss ich wirklich raus, denn mir ist eisig kalt. Und unterkühlen möchte ich mich auf keinen Fall. Außerdem kann man auch von Deck aus diese herrlichen Tiere bewundern. Immer wieder tauchen die Wale auf und genießen den Applaus. Je lauter wir rufen und klatschen, desto mehr freuen sie sich. Sie lieben so ein Spektakel. Da kommt der andere. Hallo, Süßer. Auch wo ich herkomme, an den Küsten Australiens, wandern die Buckelwale entlang. Ich bin schon vielen dieser Meeressäuger begegnet, aber so etwas Schönes habe ich noch nie erlebt. Obwohl wir Menschen diesen Tieren so viel Leid zugefügt haben, mögen sie uns und sind gerne mit uns zusammen. Schon deswegen hat sich der Trip gelohnt. Seht mal, die großen Spritzlöcher. Ein Rendezvous mit Walen am Ende unseres Segelturns. Ich glaube, besser hätten wir es nicht treffen können.
Das ist wirklich ein grandioser Abschluss für unser antarktisches Abenteuer. Und da ist auch schon die Klippe Adventurer, die uns zurück nach Südamerika bringt. Tja, und jetzt werden wir uns ein bisschen Luxus gönnen. Nach allem, was wir in den vergangenen Wochen zusammen erlebt haben, fällt uns der Abschied von der Crew schwer. Wir werden unsere Freunde vermissen und natürlich auch all die wundervollen Tiere, denen wir in der Antarktis begegnet sind. Aber eines ist sicher, irgendwann werden wir wieder hierher kommen. Die Antarktis ist eines der letzten Naturparadiese der Erde, ein einzigartiges, aber empfindliches Ökosystem, das unbedingt erhalten werden muss. Dieser Trip war ein absolutes Highlight, eine meiner schönsten Expeditionen. Ich bin den größten Robben der Welt begegnet, den Seeelefanten mit ihren riesigen Flossen. Sie sind echte Monster, aber ihre Weibchen sind wirklich wunderschön. Und nicht zu vergessen die Pinguine, die die ganze Zeit wie in einem steifen Frack herumrennen. Die Antarktis ist echt ein Hit, ein eiskalter Hit.